Hi, erstmal zusammen. Mein Name ist Sebastian Möller. Ihr habt mich ja gestern vielleicht schon kurz gesehen. Ich habe selber hier von 2008 bis 2012 Medieninformatik studiert und war dann eine Zeit lang Labormitarbeiter in der IT, in der Hochschule hier. 2 Jahre in der FH in Münster und jetzt bin ich wieder hier. Und wir haben uns jetzt für euch zusammen letztes Semester schon oder eigentlich vorletztes Semester schon, wir haben Christian und Carsten das gemacht und letztes Semester bin ich dazugekommen. Ein bisschen neues Konzept für das Praktikum für Algorithmen ausgedacht, weil es uns eigentlich darum ging, dass das Ganze ein bisschen praxisnäher sein sollte. Also klassischerweise, so habe ich das gehabt, 2008 oder 2009 war das, dass man halt Aufgaben bekommen hat, die waren halt total losgelöst von irgendwelchen Anwendungen. Die waren meistens ging es um Zahlen sortieren, auf der Konsole einfach, wo man einfach eine Liste von Zahlen irgendwie sortiert ausgeben musste und dann die Laufzeit der Algorithmen noch einschätzen musste und so weiter. Das fand ich persönlich immer ein bisschen schade, weil mir immer der Praxisbezug gefehlt hat irgendwie. Wo wird das jetzt eigentlich wirklich eingesetzt? In was für einem Kontext braucht man das? Und da haben wir uns halt ein Konzept überlegt, um das Ganze ein bisschen anders zu gestalten. Wir haben so ein kleines virtuelles Betriebssystem gebaut, das HSOS. Und in diesem Betriebssystem können Sie dann die Praktikumsaufgaben erledigen. Das heißt, da gibt es dann so ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel jetzt im ersten Lernsprint. Ist der schon freigeschaltet? Der ist freigeschaltet. Ja, weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Da geht es halt zum Beispiel darum, bei einem LS, also einem List View auf dem Folder, die Inhalte des Folders halt sortiert auszugeben. Ne? Und dann gibt es verschiedene Parameter. Nach Namen sortieren, also nach Dateinamen, nach Usernamen und so weiter. Und da gibt es dann verschiedene, also da sollen Sie dann verschiedene Sortieralgorithmen implementieren, die das halt machen. Genau, das ist so der Hintergrund erstmal, warum wir das jetzt hier machen. Was wir einsetzen wollen, sind halt Tools, die auch in der Softwareentwicklung in Firmen und in Open Source jetzt im Moment aktuell auch eingesetzt werden. Also Git, GitLab, GitHub und so weiter. Bitbucket gibt es auch noch, die sind aber alle eigentlich sehr ähnlich. Automatisches Testing, CI/CD, das sind so ein paar Buzzwords, da erkläre ich aber nachher noch mal ein bisschen was zu, was das genau bedeutet. So, das ist eigentlich genau der gleiche Workflow, den man halt wirklich in der Softwareentwicklung auch später im Arbeitsleben haben wird oder auch jetzt vielleicht schon während des Studiums. Das macht schon Sinn, das zu nutzen auf jeden Fall. Ich glaube, Sie haben jetzt parallel auch Programmieren 2 bei Frank Thiesing, ne? Die machen das jetzt auch mit Git, glaube ich, ne? Haben die da schon ein bisschen was zu erzählt? Also ganz, was haben die so erzählt? Also wir haben schon mal den Projekt runtergeladen und Okay. selber was damit erforscht. Okay, ja, okay. Ja, Genau. immerhin, ne? Das war letztes Semester noch nicht so. Da waren wir, glaube ich, noch die Ersten, die das so gemacht haben. Haben die auch schon eine Einführung in GitLab gegeben? Also nicht so richtig. Ja, okay. Nur die Hintergründe. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob alle da teilnehmen. Ich fange einfach dann, glaube ich, trotzdem nochmal an und stelle jetzt erstmal das GitLab vor. Sag dann ein bisschen was zu. Vielleicht ist das redundant zu dem, was ihr schon wisst. Jetzt ist die Frage, soll ich du? Also, ich bin Sebastian, ihr könnt mich gerne duzen. Ich sieze nicht so gerne. Wenn einer was gegen hat, dann. Nee? Okay, dann sage ich jetzt ihr. Genau, dann. Ja, dann sind da vielleicht ein paar Redundanzen drin, aber das ist ja nicht so schlimm. Was ich einmal kurz zeigen wollte, wir haben jetzt in Elias schon, in dem. In dem Algorithmen. Raum quasi, ja früher hieß es Lernraum, in einem Kurs jetzt. Ein paar Sachen angelegt. Nur damit ihr das mal wisst, dass ihr da auch noch mal reingucken könnt. Da werden wir wahrscheinlich auch später noch die Videos, also wir zeichnen das jetzt gerade auf. Wir werden dann wahrscheinlich auch die Videos da noch mal hochladen, denke ich. Da gibt es einmal Durchführung Praktikum. Vielleicht haben sich das auch schon ein paar Leute angeguckt. Das sind diese Sachen hier. Das sind im Prinzip jetzt textuell nochmal die Sachen zusammengefasst, die ich auch kurz erklären wollte. Arbeiten mit Git gibt es dann auch nochmal ein paar Sachen zu. Und
unter Semesterablauf sind dann die Lernsprints, also die Praktikumsaufgaben. Der Theorieteil von den Praktikumsaufgaben befindet sich jetzt eigentlich hauptsächlich im Elias. Der Praxisanteil, den haben wir jetzt verschoben nach GitLab. Also da findet ihr auf jeden Fall alle Informationen nochmal. Ja, GitLab. Fangen wir mal damit an. Also ihr findet das auf jeden Fall unter gitlab-hs-osnabrück.de. Könnt euch da mit euren zentralen Benutzerdaten, die ihr auch für alles andere hier benutzt, einloggen. Das mache ich mal auch. Und dann solltet ihr, wenn, also ihr müsst euch alle einmal eingeloggt haben, damit euer Account in GitLab gesynkt wird. Das hat Carsten gestern auch schon gesagt. Damit Christian und ich dann die Gruppen anlegen können. Wir machen jetzt ja diese Vierergruppen für die Lernsprints oder Praktikumssprints, in denen ihr euch dann zusammenfindet. Wenn ihr euch dann einloggt und ihr seid in so einer Gruppe, ich glaube, ab wann ist das der Fall? Die Gruppen sollten, bis heute Abend habt ihr noch Zeit, euch im Wiki einzutragen, ja. Damit die Gruppennamen und vor allem die Oscar-Namen hinterlegt sind mit einem dann lege ich die an und ich denke mal, allerspätestens im Laufe des Wochenendes, aber typisch, also ich gehe mal davon aus, dass ihr Freitagnachmittag alle Zugriff auf die Projekte haben solltet. Ja, okay, dann wird das bei euch so aussehen. Ich habe jetzt schon ein paar mehr Projekte, hier sind die ganzen aus dem letzten Jahr, da wird es so eine Gruppe geben, AD Sommersemester 2023 dann wahrscheinlich, dann euer Gruppenname und dann das HSOS AD Praktikum. Da seht ihr dann, wenn ihr euch einloggt, jeweils das Masterprojekt könnt ihr sehen, da sage ich gleich nochmal was zu. Das ist das Projekt, aus dem wir das Ganze ableiten. Und euer eigenes Projekt von eurer Gruppe wird da auftauchen. Also ihr seht da nicht so viel wie ich. So, und jetzt muss ich das Masterprojekt erstmal suchen. Genau. Das ist das hier. Das ist im Prinzip unsere Vorlage, aus der wir für euch, für jede von euren Gruppen halt so ein Fork machen. Das ist im Prinzip einfach eine Arbeitskopie für euch, in dem ihr das komplette Projekt auch in GitLab verwalten könnt. Da drin seid ihr dann auch berechtigt, alles zu machen, was GitLab halt hergibt, ne? Also ihr seid quasi Owner alle. Ja, genau. Und da drin arbeitet ihr dann hauptsächlich. Jetzt erstmal so ein paar grundlegende Sachen. Also Git, was ist das überhaupt? Ne? Also Git an sich, jetzt nicht GitLab, sondern Git ist ein Versionskontrollsystem oder Software-Management, Software-Verwaltungssystem, was erstmal gar nicht online läuft. Das ist eigentlich ein lokales Tool, was euch erlaubt, mit Code besser zu arbeiten, also zum Beispiel, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte, eigentlich Versionen anzulegen, die ihr quasi dokumentiert dann habt und auf die ihr auch wieder zurückspringen könnt. Also wenn ihr jetzt am Entwickeln seid und ihr seid vielleicht auch nur alleine am Entwickeln, dann könnt ihr euch auch ein Git-Repo aufmachen, dann könnt ihr halt immer, wenn ihr irgendwelche neuen Funktionen implementiert oder irgendwelche Bugfixes macht, dann macht ihr so ein Punkt in der Zeit, das nennt man dann Commit und könnt dann im Nachhinein auch immer wieder dahin zurückspringen oder auch euren jetzt gerade aktuellen Code mit den Commits, die ihr schon gemacht habt, vergleichen. Das ist super praktisch, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Version gebaut hat, in der irgendwas kaputt gegangen ist oder vielleicht auch später erst merkt, dass irgendwas kaputt gegangen ist, dann kann man immer wieder zurückspringen. Also man sollte das auch ruhig nutzen, wenn man nur lokal alleine arbeitet. Weil das Handling einfach total vereinfacht. Ne? Und außerdem bietet einem das halt die Möglichkeit auch gemeinsam an einer Software zu arbeiten, so wie es halt typischerweise auch eigentlich immer passiert. Man entwickelt meistens ja nicht ganz alleine. Und dann kommt das GitLab ins Spiel. Das GitLab ist nämlich erstmal ganz grob nur ein Speicherplatz quasi, wo man diese Git-Repositories nennt man die Dinger. Das ist quasi der das alles, was jetzt im Git-Projekt drin ist, wird in dieses Repository reingespeichert. Ne? Das ist dann im GitLab hochgeladen und von da aus kann man dann halt auch wieder runterladen auf seine lokale Maschine, daran entwickeln. Das können auch alle parallel machen, die irgendwie teilnehmen und das als zentralen Speicher halt benutzen. GitLab ist aber noch mehr, also es ist nicht nur ein Speicherplatz, sondern es unterstützt euch auch in der Zusammenarbeit.
durch so ein paar Funktionen, die ich gleich noch mal kurz zeigen werde. Ja, so dass ihr halt gut parallel auch an Software entwickeln könnt. Ne? Ja, ich gehe mal meine Liste durch, was ich mir gestern so aufgeschrieben habe, was wichtig ist. Also das Erste ist, wenn ihr euch eingeloggt habt und ihr geht in dieses Projekt, in dieses GitLab-Projekt rein, dann seht ihr erstmal diese Seite hier. Also erstmal so ein paar Informationen zu dem eigentlichen Projekt, den Code, der eingecheckt ist. Also eingecheckt im Git bedeutet, dass es hochgeladen ist in das Repository. Das ist quasi dann jetzt die aktuelle Version. Hier sieht man auch immer schon Last Commit, da sieht man so ein paar Sachen, ein paar Informationen, die halt jemand, der einen Commit gemacht hat, an seinen da mit dranhängen kann, um zu beschreiben, was da passiert ist. Dann seht ihr hier unten auch vor allen Dingen die README. Das ist jetzt auch relativ wichtig. Da drin ist einmal beschrieben, wie ihr das Projekt eigentlich auf euren Rechner klonen könnt, was ihr auf eurem Rechner lokal oder auch im Pool ist es wahrscheinlich auch vorbereitet, aber die meisten arbeiten lokal mittlerweile, also auf ihren Laptops oder zu Hause am Rechner. Wie ihr das Ganze klonen könnt, also auf euren Rechner runterladen könnt und so weiter, ist da beschrieben. Und so weiter und so fort, auch wie ihr das starten könnt. Und einen Link auf den ersten Lernsprint haben wir auch gemacht. Das heißt, ihr könnt dann da draufklicken und habt dann eine README für den ersten Lernsprint. Das ist die Geschichte, die ich jetzt gerade schon mal erzählt habe, das LS-Kommando mit dem Sortieren, dass die Sortieralgorithmen da eben implementiert werden müssen. Dann seht ihr hier, wo ihr das machen müsst und so weiter. Ne? Genau. Und diese Übersicht hier ist erstmal das Repository. Zweiter wichtiger Punkt sind die Commits. Hatte ich jetzt ja gerade schon mal kurz angeschnitten, was das bedeutet. Also das ist halt, wie ich gesagt habe, dieser Punkt in der Zeit, wenn der hochgeladen ist in das Repository, dann gibt es hier so eine schöne Übersicht. Da kann man durchgehen und kann gucken, wer hat wann was geändert. Also ich sehe hier jetzt so eine Übersicht. Christian hat jetzt gestern noch ziemlich viel gemacht, sehe ich gerade, oder heute Morgen. Ja, heute Morgen. Ich habe gestern Abend noch was eingecheckt, also kann man sehen, wer hat was gemacht. Und dann sieht man hier zum Beispiel, ja, was für eine Commit-Message habe ich da angehängt, also was habe ich verändert. Wenn man da reingeht in so einen Commit, dann kann man halt auch sehen, okay, was wurde denn geändert. Also man sieht hier in der Übersicht jetzt zum Beispiel, was grün ist, das wurde hinzugefügt. Da habe ich zum Beispiel hier oben diesen Teil Lernsprints in die Datei hinzugefügt, den Link da reingepackt. Wie man HSOS benutzt, da unten habe ich was entfernt. Das ist so eine typische Übersicht, was in diesem Commit im Vergleich zum letzten Commit verändert wurde. Man kann aber auch beliebige Commits miteinander vergleichen. Also ich kann auch den ersten Stand der Software mit irgendeinem Stand zwischendrin vergleichen. Das ist halt auch super, um auch die Änderungen dokumentiert zu haben. Das ist jetzt eine Textdatei. Das ist quasi ein Markdown. Kennt ihr das? Markdown? Das ist so eine Seitenbeschreibung. Ne? Seitenbeschreibungssprache, eine ganz einfache. Die kann man halt auch sehr gut mit Git benutzen, weil Git im Prinzip eigentlich alles verwalten kann, was Text ist. Also Binärdateien hochladen in Git, sowas wie irgendwie, ja, weiß ich nicht, jetzt eine Datenbank oder Bilder oder sowas, das macht man eher nicht so, weil das kann es nicht interpretieren. Aber Textdateien können halt so interpretiert werden, dass man halt auch wirklich zeilenweise die Änderungen sehen kann. Kann man auch zum Beispiel benutzen, um Dokumente zu verwalten. Also wenn ihr eine Hausarbeit oder sowas schreibt, kann man die auch ins Git einchecken. Wenn das kein Word-Dokument ist, sondern vielleicht ein Markdown oder ein Tech-Dokument oder sowas, kann man das auch super damit machen. Genau, wir können ja nochmal in einen vielleicht gehen, wo sich der Code verändert hat, nur dass man das mal sieht. Keine Ahnung. Ja, hier zum Beispiel. Achso, ja, da habe ich. Da sieht man, ja, das ist Das sind die jetzt X. Konfigurationsdateien, ist vielleicht ein bisschen Ja, langweilig. ist jetzt ein bisschen XML oder so, ne? Also hier unten ist aber auch Code, ne? Also das ist egal, Testdateien eingefügt, was ja. man da als Diffs, also man kann alles vergleichen, was Text ist. Grundsätzlich habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, weiß nicht, ob Christian da auch gleich noch mal drauf eingeht, ist der Fork. Nur damit wir die Begrifflichkeiten klar haben. Fork ist halt, wie gesagt, eine Kopie von einem kompletten Git-Projekt quasi, also von dem Masterprojekt. Eure eigenen Projekte in euren Gruppen sind Forks davon. Nur, dass ihr das begrifflich mal schon mal gehört habt. Dann gibt es noch Branches. Da werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal oder werdet ihr noch nicht so viel mit zu tun haben.
Ich will es aber trotzdem einmal kurz sagen, wenn man jetzt eine größere Software entwickelt, dann entwickelt man ja schon parallel. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, Christian soll jetzt Feature XY implementieren und ich soll Feature Z implementieren und so weiter, dann kann man das typischerweise so machen, dass man sich so einen Branch macht. Also man löst quasi, ja, hier sieht man das ganz gut in der Grafik schon, man löst quasi aus dem Main Branch, das ist quasi der Hauptentwicklungszweig, aus dem normalerweise auch die Releases entstehen, wenn man die Software halt ausrollen will, kann man quasi so einen Ast ablösen hier und ein Feature innerhalb dieses Astes entwickeln. Und wenn man dann irgendwann sagt, okay, das Feature ist fertig, ich möchte das jetzt gerne in den Main Branch oder in den Branch, aus dem man gekommen ist, wieder einfügen, dann macht man einen Merge. Das ist also wieder das Zusammenfügen des Branches, den man erstellt hat mit dem vorherigen Code quasi. Wenn da keine Konflikte sind, dann funktioniert das vollautomatisch. Also wenn ich in ganz anderen Dateien implementiert habe als Christian zum Beispiel, dann kann ich irgendwann sagen, okay, ich bin fertig, das läuft. Ich mache einen Merge-Request und dann wird er quasi einmal accepted. Also da gibt es verschiedene Sachen noch, die man noch machen kann mit Validieren und dass Leute noch ihr Go geben müssen und dann wird das wieder zusammengefügt. Das ist halt super praktisch, um auch halt eben gemeinsam an der gleichen Software zu entwickeln. Genau, und hier sieht man das so ein bisschen. Manchmal ist ja auch so ein Branch, der hat jetzt keinen Merge. Dieser hier zum Beispiel. Der wurde irgendwann mal abgespalten und dann, ja, entweder hat es nicht funktioniert oder es ist noch nicht fertig geworden. Es geht also nicht wieder zurück. Und am Ende, wenn es alles super ist, läuft es halt auch zurück in den Hauptzweig, der rote hier, ne? Also ich glaube, ganz oben, ja, hier sieht man das. Dann geht die ganzen Dinger hier, die gehen irgendwie hier in den, tja, weiß ich auch nicht, was das ist. Develop oder sowas. Lilanen oder sowas, der geht in den grünen und ganz am Ende hier geht das alles in den Main. Und jetzt sind wir an diesem Punkt hier oben. Das ist jetzt unser neuester Commit quasi mit dem Merge in Main. Das heißt, alle Änderungen, die vorher gemacht werden, sind jetzt in dem Hauptprojekt drin, woraus ihr eure Kopien auch bekommt. Ja, so läuft das typischerweise mit dem Entwickeln. Ihr entwickelt aber komplett lokal. Also ihr macht euch immer eine Kopie auf euren Rechner, macht alles lokal. Macht eure ganzen Commits, die kann man auch zusammenpacken wieder nachher, wenn man sagt, oh, also man sollte lieber mehr Commits machen. Es ist eigentlich immer besser, zu viele zu machen als zu wenige, weil wenn keiner da ist, kann im Nachhinein keinen mehr erstellen. Man kann die aber auch wieder zusammenfügen, wenn man jetzt nicht alles, was man da gemacht hat, auch an die anderen freigeben will. Das ist ziemlich flexibel, das System. Da kommt man mit einer Zeit, eine Übung kommt man da ganz gut rein. Ja, so viel zu den Begriffen erstmal. Weiter wichtiger Punkt in GitLab jetzt, das ist wirklich eine GitLab-Funktion, alles andere ist eigentlich im Prinzip auch Git einfach, ohne Unterstützung, ist ein Issue-Tracker. So ein Issue, das kann irgendwie alles sein. Das kann sein zum Beispiel, man möchte irgendwie ein neues Feature einbauen und darüber diskutieren, man hat einen Bug gefunden in der Software, man hat ja, irgendwie einfach Ideen oder was auch immer. Dann kann man immer so ein Issue anlegen. Das ist eigentlich so was Ähnliches wie ein Forum, könnte man sagen. Da haben wir jetzt auch, das könnt ihr euch in diesem Masterprojekt auch ganz gut angucken. Da haben wir jetzt hier in dem Master schon seit, weil wir da jetzt schon seit, boah, keine Ahnung, über einem Jahr drin rumentwickeln, haben wir jetzt insgesamt 83 Issues schon gehabt. Davon haben wir 63 geclosed. Also irgendwann kann man sagen, ja, okay, das Thema ist jetzt abgeschlossen, dann kann man den closen und 20 sind noch offen. Ja, und jetzt kann ich mal irgendeinen aufmachen vielleicht. Gucken, ob das ein gutes Beispiel ist. Ja, der sieht ganz gut aus. Ja, was ist das dann? Dann macht man irgendwie, man gibt eine Überschrift, dann schreibt man ein bisschen, was man dazu als Beschreibung halt abgeben möchte. Dann sieht man hier unten, da sind sogar andere Issues noch verlinkt. Das kann man auch machen. Man kann halt Issues an Issues linken, wenn das sozusagen Teile davon sind oder die irgendwie zusammenhängen. Man kann solche Labels anhängen. Das ist super praktisch, um das zu strukturieren. Man kann halt Kommentare abgeben. Hier zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr drei Studenten, die mit uns an der Software auch weiterentwickelt haben. Die da mitgearbeitet haben, das ist halt einer davon, der hat hier dazu ein paar Sachen geschrieben. Ja, hier so mit @Username kann man jemanden direkt ansprechen, das kennt man ja auch aus irgendwelchen Chat-Tools oder sowas. Und hier ist so ein bisschen Diskussion und so weiter dran.
Und dann kann man halt sagen, okay, dieser Issue ist halt irgendwie abgeschlossen. Man kann auch mit Code-Ständen, mit Commits verlinken und so weiter. Also das ist super praktisch, um die Arbeit zu strukturieren, und auch zur Kommunikation ist das super praktisch. Das Ding ist nämlich, wenn man das jetzt alles im Chat machen würde, dann ist es halt nur im, geht natürlich auch, aber dann ist es nur im Chat. Wenn jetzt irgendjemand in das Projekt jetzt neu reinkommt, dann hat er wahrscheinlich nicht eure Chatlogs von irgendwann mal, die ihr irgendwie mit jemandem privat hattet. Dann habt ihr halt mit dem Issue-Tracker die Möglichkeit, diese Sachen halt auch irgendwie dokumentiert zu haben, auch für später, für die für eine Ausarbeitung oder für irgendeine Hausarbeit oder sowas, ne? Jetzt in diesem Fall haben wir keine Hausarbeit, aber kann ja mal passieren. Genau. Was hatte ich schon gesagt? Genau, es gibt die Listenansicht, es gibt eine Board-Ansicht, da komme ich gleich nochmal drauf. Es gibt die Labels, die könnt ihr frei definieren, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir haben hier zum Beispiel ein Label für Docs, wir haben ein Label für Feature Request gemacht, wir haben ein Label für Design, für Story und für Code und so weiter. Also das ist frei, wie ihr wollt. Man kann noch, das kann ich auch vielleicht noch mal kurz zeigen, man kann auch noch so ein paar Metainformationen an so ein Issue ranhängen, zum Beispiel ein Assignee, also wer sich darum kümmert, wer dafür verantwortlich ist. Ein Milestone, wenn man jetzt ein bisschen Projektplanung machen will und man sagt, ich habe einen gewissen Milestone, zum Beispiel jetzt im Praktikum vielleicht der erste Lernsprint, Abgabe vom ersten Lernsprint könnte zum Beispiel ein Milestone sein, dann kann man die Issues auch damit verlinken. Ein Abgabedatum kann man dann, oder beziehungsweise ein Fertigstellungsdatum geplantes kann man anhängen, eine Zeitschätzung kann man anhängen und so weiter. Ich kann das echt nur empfehlen, benutzt das mal. Ist im Praktikum nicht notwendig, würde ich sagen, aber ich würde es echt mal ausprobieren, weil später ist es auf jeden Fall notwendig. Und ja? Ja, für euch selber jetzt. Genau, das andere, das ist so. Wenn ihr ein Problem mit dem Praktikum habt oder irgendwas Technisches oder irgendeine Frage an uns habt, dann hätten wir das gerne so, dass ihr in den Issue-Tracker von dem Hauptprojekt reingeht. Da einmal reinguckt, ob das schon beantwortet wurde vielleicht. Und wenn nicht, dann könnt ihr da einen neuen Issue aufmachen. Und wir werden dann benachrichtigt sowieso, gucken da aber auch zwischendurch rein und werden diesen Issue dann da auch quasi, also euer Problem da auch klären. Auch damit es dokumentiert ist für die anderen, falls sie das gleiche Problem haben. Genau. Also das ist auf jeden Fall Pflicht. Innerhalb eures Projektes habt ihr aber euren eigenen Issue-Tracker. Da könnt ihr halt auch selber die Sachen drin planen. Und das meinte ich eigentlich. Also das würde ich echt empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja, was wir noch gemacht haben oder was wir machen wollen, ist das Scrum-Board. Das wir auch in Form von Issues einfach machen wollen. Das heißt, ihr habt hier unterhalb von Issues habt ihr die Board-Ansicht, das ist nur ein anderer View. Also das sind die gleichen Daten, das ist nur nicht eine Listenansicht, sondern halt eine Board-Ansicht. Wir haben ein paar Labels angelegt. Die sind hier, glaube ich, gar nicht drin. Wenn nicht Stehe ich alle, gerade. glaube ich. Aber mit einem Rechtsklick kannst du, nee, mit Create List oben kannst du Ja. die Labels auswählen. Genau, man kann dieses Board so aufbauen, dass es einfach nach Labels sortiert quasi die Issues anzeigt, und wir haben vordefiniert die haben wir die hier? Nee. Die Blödes Board. Beispiel. Also wenn wir in eurem Projekt gibt es schon vordefinierte Labels, die werden jetzt auch automatisch übernommen, ne? Genau, die Labels werden alle übernommen, die Boards werden nicht erstellt. Genau. Da gibt es Labels für, was Carsten gestern schon gesagt hat, Definition of Fun, Definition of Doing oder Done, Celebration Celebration Criteria. Criteria und so weiter. Und die habt ihr als Labels schon drin. Wenn ihr Issues anlegt, könnt ihr diese Labels anhängen, und dann könnt ihr hier in dem Board, könnt ihr euch dann eben die entsprechende Ansicht schon öffnen. Dann habt ihr dieses Scrum-Board quasi auch mit in GitLab. Früher haben wir das, oder Christian und Carsten haben das vorher mal gemacht mit Miro, glaube ich. Ja, das kann man sich aber eigentlich sparen, weil hier kann man es genauso gut machen. Ja, Markdown hatte ich ja gerade schon kurz gesagt. Vielleicht zeige ich das noch mal eben ganz kurz, nur für Leute, die es noch nie gesehen haben. Die README zum Beispiel in dem Projekt ist ein Markdown-Dokument.
sieht jetzt gerendert, also in schön, sage ich mal, sieht es halt so aus mit Listen und so weiter und hier Screenshots und Ausklappmenüs und so weiter. Im Editiermodus sieht man aber, das ist eigentlich die Seite, wie die beschrieben ist, ne? Also hier eine Raute oder Hashtag, sagt man jetzt, ist eine Überschrift 1, zwei Rauten sind halt eine Überschrift 2. Listen kann man so aufbauen und so weiter, ne? Und Bilder verlinken kann man so. Und das ist dann halt eine textuelle Beschreibung der Seite. Wenn das Ganze gerendert ist, dann sieht das halt so aus hier. Also das vielleicht nochmal kurz zum Markdown. Könnt ihr euch da angucken. Gibt es tausend Informationen im Internet. Der Editor unterstützt das auch so ein bisschen. Man hat hier oben so ein paar Menüpunkte, die man nutzen kann, die dann in dem Markdown-Code im Prinzip den richtigen Code auch einfügen. Ja, okay, das zu Issues. Der dritte wichtige Teil noch ist CI/CD. Ja, CI/CD ist Continuous Integration, Continuous Deployment. Das bedeutet, da hole ich nochmal kurz mit der Geschichte raus, die ich letztes Mal auch erzählt habe. Also früher war es so, das kenne ich auch noch, dass man immer so große Update-Pakete gekriegt hat. Also man hat irgendwie alle halbe Jahre oder einmal im Jahr oder so bei Windows zum Beispiel früher so ein Service-Pack bekommen. Das hat man dann installiert und da waren alle Updates drin, die sich über die ganze Zeit angesammelt haben. Und man hat dann ein halbes Jahr im Prinzip aber auch gar keine Updates installiert. Also das war früher, ging das noch. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie eine Software jetzt heute hat, auch vielleicht eine große Websoftware oder sowas, dann will man natürlich nicht so lange auf die Bugfixes und auf die Features warten. Dann will man eigentlich, dass die so schnell wie es irgendwie geht, ausgerollt werden. Und bei Continuous Integration ist es halt so, dass man so einen Workflow anlegt, so eine Pipeline anlegt, die halt dafür sorgt, dass ich als Entwickler eine Codeänderung mache, schiebe die in meine Codeverwaltung, in unserem Fall in GitLab. Dann laufen gegebenenfalls automatische Software-Tests durch. Die sagen dann, okay, der Code funktioniert nach dem Test. Dann kann man vielleicht sagen, okay, dann pushe ich diesen Code jetzt in ein System, auf dem Test-User sind. Dann läuft er da sofort. Die Test-User testen vielleicht auch nochmal, geben ihr okay. Vielleicht zum Beispiel mit einem Label könnte man das machen. Und wenn die Labels dann, wenn alle ihr okay gegeben haben, dann wird das Ding halt in Produktivsystem gepusht. Und das kann man halt komplett automatisieren. Hat den riesen Vorteil, dass die Sachen super schnell released werden und zur Verfügung stehen. Und wenn man sowas von Hand macht, und das ist auch echt eine schmerzliche Erfahrung, die ich jetzt schon ganz oft gemacht habe, dann macht jeder dann doch ein bisschen was anders. Vergisst irgendwo einen Klick, irgendwie macht vielleicht einen Befehl weniger als der andere und man hat so, ja, man hat dann so Fehler, die man eigentlich total schwer nachvollziehen kann. Und wenn man das jetzt über eine CI/CD-Pipeline macht, dann passiert es immer gleich. Dann kann man einfach alles wegwerfen, neu deployen, gucken, funktioniert es jetzt oder nicht. Und man kann einfach davon ausgehen, solange ich dieses Kochrezept quasi, diese Skripte nicht ändere, passiert immer das Gleiche. Wir nutzen aber nicht das komplette, haben jetzt nicht eine komplette CI-Pipeline mit Ausrollen in Produktivsystemen oder sowas, sondern wir haben halt die Unit-Tests davon im Prinzip automatisiert. Das heißt, ein Unit-Test ist ein vordefinierter Test für einen Teil eures Codes. Das bedeutet, Christian hat für die Praktikumsaufgaben Unit-Tests gebaut und die testen jetzt halt, wenn ihr euren Code hochladet in das Git Lab, also einen Push macht, testen die automatisch euren Code. Wird durchkompiliert quasi einmal und wird automatisch getestet. Und dann kriegt ihr hier in der CD-Pipeline halt eine Übersicht, ob der Test durchgelaufen ist oder nicht. Hier sind jetzt ganz viele nicht durchgelaufen. Die sind alle nicht durchgelaufen, weil in der Main Branch die ganzen Beispiele nicht implementiert sind. Ja, also der Code ist nicht implementiert hier, deswegen laufen die Tests hier auch nicht durch. Generell würde hier vorne sonst, wenn ein Test durchläuft, steht da einfach passed. Und hier hinten sind zwei grüne Haken zu sehen. Wenn ein Test fehlgeschlagen ist von allen, also es können hunderte von Tests sein, bei uns sind es nicht so ganz so viele, aber trotzdem, ein Test fehlgeschlagen ist, dann ist die Pipeline erstmal failed, dann kann man draufklicken, kann halt reingucken unter Failed Jobs, welcher Job ist denn jetzt failed und kriegt dann halt gegebenenfalls auch eine Fehlerausgabe, mit der man dann halt auf die Suche gehen kann, was denn eigentlich schiefgelaufen ist.
Und das soll auch für uns jetzt eigentlich der maßgebliche Punkt sein, wenn ihr eure Praktikumsaufgaben gemacht habt, ins GitLab geschoben habt, dann sollten die Tests da alle passed sein. Die Tests selber könnt ihr aber auch lokal ausführen, das erklärt Christian aber gleich nochmal, wie das genau funktioniert. Genau. Was man hier auch nochmal kurz sieht, das ist vielleicht auch ganz gut zu sehen, einmal mit welchem Commit ist dieser Test gelaufen. Also man kann dann nachvollziehen, die Commits haben immer so eine eindeutige ID, kann man halt nachvollziehen, okay, mit dem speziellen Commit ist der Test gelaufen und fehlgeschlagen oder durchgelaufen. Man kann auch sehen, in welchem Branch das passiert ist und so weiter. Genau, ja. Letzter Punkt für euch vielleicht noch interessant könnte sein, also hier geht noch viel mehr. Obwohl es die freie Version ist, ist da relativ viel drin. Vieles davon brauchen wir jetzt gar nicht. Was noch ganz nett sein könnte für euch, ist vielleicht das Wiki. Ist ein ganz normales Wiki. Habt ihr alle in euren Projekten auch drin. Könnt ihr also benutzen. Wird auch versioniert. Also alles ist immer versioniert in Git. Ja, ich glaube. Habe ich was Wichtiges vergessen? Habt ihr Fragen? Ist viel am Anfang, glaube ich. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Ja, lohnt sich aber. Wer hat denn das Git oder GitLab oder GitHub schon mal genutzt, außerhalb jetzt sozusagen des Hochschulkontextes? Oh ja. Von Arbeit? Von hier nur die arbeiten? Okay. Privat? Okay. Ja, sehr schön. Okay. Letztes Jahr habe ich noch mal kurz gezeigt, aber weiß nicht, ob ich das noch mal machen sollte. Ja, komm, einmal kurz. Also ich habe da selber schon mal drin mitentwickelt, deswegen habe ich das als Beispiel genommen. Hier OwnCloud, ne, das kennt ihr vielleicht, OwnCloud, Nextcloud, diese File-Sharings, Sync-and-Share-Software, auf der auch das Netcase hier basiert in der Hochschule. Das ist halt ein Open-Source-Projekt. Und die machen die Entwicklung halt auch über GitHub. Das ist im Prinzip, na, wo ist es denn? Contribute. Contribute. Ah ja, Contribute. Genau, dann kann man hier zum Beispiel sehen, die haben jetzt ihr Repository bei GitHub liegen. Da sitzen halt viele Leute auch, steht hier, wie viele es sind, 152 Repositories sind da drin. Wie viele Leute mitmachen? 89 im Moment. Die halt an dieser Software rumentwickeln. Ne? Das ist jetzt, GitHub sieht ein bisschen anders aus, aber es ist genau die gleiche Vorgehensweise wie auch in GitLab. Und dann kann man hier zum Beispiel mal reingucken in Core vielleicht, das ist halt der Server. Da sind halt jetzt 454 Branches drin, die haben 340 Issues gerade offen, 18.000 schon geclosed. Also da sieht man so die Dimension, wenn man jetzt in der Open-Source-Welt arbeitet, mitarbeiten will, dann läuft das genauso, wie ich das gerade erklärt habe, nur halt viel, viel größer. 123 Labels zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das ist nur mal so, dass ihr mal seht, dieser ganze Workflow ist total, ja, Stand der Technik und wird auch überall benutzt eigentlich. GitLab selber wird auch so entwickelt. Ja, und alle anderen großen Softwareprojekte eigentlich auch. Okay. Dann bin ich jetzt raus.